Hallo und willkommen zurück in FIFA. Es ist unfassbar, aber wir haben jetzt ein fast schon neues Team. Also es ist jetzt natürlich noch ein bisschen gleich geblieben. Ich habe Süle rausgenommen, er war mir zu unbeweglich. Das war irgendwie, nee, 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 nee. Upa immer noch so stark. Castells hält richtig viele Bälle. Und Nkunku ist neu auf der 10. Leimer ist neu auf der 6. Und Kostic als linker Flügel für Steffen, das ist neu in meinem. Ah, und Bebou für Weghorst, auch neu. Und deswegen am ersten Tag, das Spiel ist noch keine 24 Stunden alt und eigentlich habe ich schon fast mein zweites komplettes neues Team. Aber so ist es. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein in ein Rivals-Spiel, gucken uns da die Highlights an, wie es mit dem Team funktioniert. Und dann sehen wir uns später wieder. Ich habe jetzt Wolfsburg-Trikots, auch richtig gut. Und da freue ich mich drauf. Und bis dann. Das ist halt so nervig, dass man hier auch nur noch für Siege was bekommt. Ach, Scheiße. Ah, Mist. Fast bekommen. Upa und kurz Platz gemacht und dann kommt halt so eine Chance. Na, das ist halt ruckzuck, wenn man einmal einen Fehler macht in der Innenverteidigung, sind halt gleich Lücken da. Was macht das denn für einen Angriff? Ja, aber ich. Mann! Ja, jetzt verliere auch noch den Ball. Mann! Nee, stark. Mann! So eine gute Chance und ich ist vorbei. Was soll ich denn tun? Ja, noch ein Angriff vielleicht, bitte. Ja, ist halt. Ich bin jetzt auch scheiße drauf. Das wird nichts mehr in diesem Spiel. Zwei Gegentore demoralisieren mich komplett. 2-0 zur Halbzeit. Ich hole doch keine drei Tore mehr gegen den. Ich habe zu einmal aufs Tor geschossen. Ganz ehrlich. Also nach so einem Spiel. Oh. Und er drückt nicht mal weiter. Will er mich verarschen? Wir haben 10 Stunden Spiel. Er drückt einmal Pause am Anfang. Er drückt jetzt nicht weiter. Richtige, nervige Online-Gegner. Bis demnächst. Ciao, ciao.